Hau, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Degusta-Box-Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Den Adventskalender gibt es für 39,99 €. Den gibt es auch immer noch zu kaufen, habe ich eben geschaut. Und ja, ich bekomme ihn in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um ihn hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an das wundervolle Degusta-Box-Team für diese geile Zusammenarbeit. Denn normalerweise gibt es dort ja Foodboxen und die erscheinen monatlich. Da gibt es auch von mir immer wieder ein Unboxing und da habe ich auch einen Code. Alles verlinke ich dir mal in der Infobox. Das Geile dieses Mal ist, ich kann euch tatsächlich auch einen Adventskalender verlosen. Das Ding ist, wir müssen schnell sein. Das heißt, A, ich muss wirklich schnell die Auslosung vornehmen und B, müsst ihr euch unfassbar schnell bei mir melden, damit der Adventskalender auch passend zum 1. Dezember bei euch eintrifft. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Ja, für Abonnenten gab es den immer mal wieder auch ein bisschen günstiger. Ich glaube, das günstigste, was ich gesehen habe, müsste irgendwie 33,99 € oder so gewesen sein. Wir haben ein wirklich schönes Design von dem Adventskalender. Das ist eine witzige und schöne Weihnachtswelt. Hier kommt der Weihnachtsmann so den Kamin runter und hier sitzt die Omi, die die Katze streichelt und so. Wir haben natürlich hier Food drin, ne? Also Lebensmittelprodukte und wir schauen jetzt einfach mal in die Nummer 1. Das wird mein Freund gleich hart feiern, denn er liebt die Teile in seiner Milchgeschichte. Also quasi als Müsli nicht. Nein, das ist kein Müsli, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Man macht sich die einfach als Cornflakes-Variante irgendwie zusammen mit Milch in der Schüssel und isst die. Von Kellogg's Tresor Snacks Choco Nut haben wir 120 Gramm hier drin enthalten. Das finde ich cool. Ne? Das ist schon ein schöner Start. Die schmecken auch wirklich lecker. Und ja, coole Nummer 1. Die Nummer 2 ist mehr was für mich, denn ich bin so ein richtiger Marmeladen-Junkie und ich liebe Glück, liebe Glück, liebe Glück Marmeladen. Und hier haben wir aus Johannisbeeren Gesundheit puren Genuss, Gesundheit, 230 Gramm. Ich mag es total gerne und das kannst du halt sowohl als Marmelade, also als Brotaufstrich dann verwenden. Du kannst es alternativ aber auch, weil das ist natürlich ein bisschen aus Johannisbeeren etwas beeriger von der Konsistenz her, so in Pudding reinmischen oder so. Ich glaube, das kommt auch ganz gut. In der Nummer 3 haben wir ein bisschen Würze und zwar ein ganz spezielles Salz von Unperfekt Perfekt Biorausch Orkisa Orangen-Kiwi-Gewürzsalz. Das finde ich schön und sowas verwenden wir auch sehr gerne. 50 Gramm haben wir hier drin enthalten und wir kochen ja auch sehr gerne und da kommt sowas dann auch gerne mal zum Einsatz. Ich weiß nicht, wie das dann, es wird dann sehr fruchtig schmecken. Bin gespannt, das kann man, ja klar, so weihnachtsrichtungstechnisch kann man das sehr gut essen, weil man da natürlich auch sehr fruchtige, herzhafte Speisen hat. Da freue ich mich drauf. Die Nummer 4 haben wir hier. Ich musste ein bisschen suchen, denn die Zahlen sind sehr, sehr gut versteckt, weil die so in diesem ganzen Weihnachtsbild mit eingefügt sind. Das ist funny, muss ich sagen. Von Brand haben wir Schokokidus. Schokokidus. Mhm. Popcorn-Style. Oh, das ist was für mich. 192 Gramm haben wir hier drin enthalten und das ist so schokoliert. Ne? Und dann hast du da drin irgendwie so... Oh, so eine Milchcreme und dann sind da so Popcorn-Dinger drin. Das finde ich ja geil. In der Nummer 5 haben wir etwas für das Immunsystem und das finde ich klasse von Rotbäckchen. Die mag ich auch ganz gerne. Kraftpaket, Immunschutz, 2 Schluck mit Vitamin C und Zink. Hier sind 60 Milliliter drin enthalten und sowas. Ja, wir holen uns jetzt ja auch öfters mal so Aktimel und so ein Kram. Ob es was bringt, keine Ahnung, aber es gibt das Gefühl, als hätte man irgendwas für sein Immunsystem getan. In der Nummer 6 haben wir was ziemlich Großes drin, also zu Nikolaus. Das ist von Manna Snack Minis Crunchy Milk Cocoa Wafers. 300 Gramm sind hier drin enthalten. Achso, knusprige Milchschokoschnitten. Und ja, das ist ein schöner Snack, wenn man so Gäste da hat und einfach so ein bisschen was anbieten möchte, aber jetzt nicht irgendwie einen Kuchen da hat oder so, ne? Das finde ich schön. Ja, ich habe übrigens die 6 auch gerade ein bisschen verzweifelt gesucht, weil ich dachte, die wäre hier irgendwo beim Nikolaus, aber die war beim Tannebaum. Okay, die Nummer 7 finde ich ganz interessant. Das kenne ich nämlich gar nicht. Also eine ganz neue Marke auch für mich. 4x30 Gramm haben wir hier drin enthalten. Still Original Size Tannox Real Milk Chocolate Caramel Wafer Biscuits. Oh, das hört sich nach etwas an, was mir sehr gut schmecken wird.
Und ich finde es auch schön, dass wir hier so große Sachen drin haben. Die sind vielleicht vom Preis her jetzt nicht so irre hoch, aber es gibt so diesen Anschein von, ich krieg richtig was für mein Geld, ne? Das ist klassisch. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier haben wir einfach mal Tomatenmark drin von Mutti. Zweifach konzentriert mit Gemüse. Und ja, ne? 130 Gramm sind hier enthalten. Das braucht man, wenn man einen Braten ansetzt oder sonst irgendwie was ne, Geschmacksintensives. Wir sind jetzt ja auch in der sehr herzhaften Zeit. Verwendet man das, ne? Und deswegen passt es auch in den Adventskalender, so basic wie es ist. In der Nummer 9 dürfen wir uns über Halsbonbons freuen, und zwar von M. Eukal mit Manuka-Honig, Hustenbonbons gefüllt, finde ich super. Vitamine C, B5, B6, B9 und B12 sind da drin, und 75 Gramm haben wir hier in dieser Verpackung mit dabei. Also richtig schön, ich mag auch einfach gerne so Honigbonbons, ne? Ich rede ja auch einfach viel, ich sitze hier vor der Kamera und habe hier viel trockene Luft und so weiter. Und dann kann ich das einfach gut gebrauchen, auch ab und an mir mal einen Bonbon zu gönnen und meinem Hals einfach ein bisschen Beruhigung zu geben. Also geil! Oh, die Nummer 10 ist sehr, sehr speziell. Wir haben hier Schoketten drin. Die sind mit Kokosmandel. Ich mag das. Ich werde die auch essen. 100 Gramm sind hier drin enthalten. Ich weiß aber, dass nicht jeder Kokos mag zu essen. Ich mag dafür Kokos nicht riechen. Jeder hier ist anders, ne? Und mit Mandel finde ich auch klasse. Da haben wir dann wahrscheinlich auch so Mandelsplitter oder sowas mit drin. Und ja, weiße Schokolade ist sowieso auch meins. Also cool. Schoki. In der Nummer 11 erwartet uns ein bisschen Stoff, was ziemlich witzig ist, weil die 11 ist ja eine Schnapszahl. Yellowtail Shiraz 2020, crafted by Casella Family Australia. Okay, 187 Milliliter mit 13,5% Alkohol. Das wird sowas wie ein, ja, ein Wein sein? Ist das vielleicht ein Wein? Weiß ich nicht. Irgendwas mit Beerig steht hier hinten auch drauf. Juicy red berries and hints of licorice and spice. Okay. Ich weiß es nicht. Ich muss es mal probieren, ne? Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Die Halbzeit enthält auch wieder etwas sehr Basic-mäßiges, was ich aber ziemlich witzig finde, denn ich habe letztes Wochenende noch mit meiner Schwägerin in Spee und meinem Schwippschwager in Spee quasi gesprochen, und die sind auch dabei, einen Adventskalender zu packen, und die haben auch gesagt, in unseren Adventskalender, den wir befüllen, muss definitiv auch Senf mit rein. Ja, Senf gehört halt auch zu dieser ganzen herzhaften Küche, ne? Und hier haben wir auch ein Gläschen, was man super als Trinkglas weiterverwenden kann, von Develey, einfach so ein ganz klassisches Produkt, mittelscharfer Senf und 250 Milliliter, finde ich super. In der Nummer 13 haben wir ein bisschen was Buntes drin, sowas liebe ich ja, von Dr. Oetker Mini Dekor Cookies aus knusprigem Keks. Ach, wie schön. Und da kann man halt, ja, Konfetti, blau-grüner Mix, da kann man seine Torten mit verzieren, oder wenn man so Eis serviert oder wenn man so einen geilen Kakao mit einer geilen Sahne oben drauf macht und dann so ein paar von diesen Dingern drüber, da hat man direkt ganz viele lächelnde Gesichter. Finde ich schön, also ich mag sowas. Oder wenn man Kekse backt, ne Sammy? Apropos Keks, du kriegst jetzt einen Hundekeks. Nom, mit Lachs. Das schmeckt ihm. Oh, geil. In der 14 haben wir was drin, was ich liebe. Und zwar sind das Nimm2 Softdinger. Als die relativ neu rausgekommen sind, habe ich mir die packungsweise gekauft, also tütenweise, und die gegessen. Da war ich noch in der Schule und ich habe es geliebt, wenn man dieses Plop hatte. Das war so toll. Gefüllte Kaubonbons mit Vitamin. Naja, ne, lass uns nicht weiter drüber reden. Also, da wird ja immer so schön mit geworben. Aber gesund sind die ja nicht unbedingt, ne? Ja, das ist halt eine Packung mit 195 Gramm. Ich liebe sie. Ich liebe am liebsten die Kirschdinger natürlich. Die werden sowas von platt gemacht. Oha, die Nummer 15 ist einfach riesig und es ist ein total sportliches Produkt, ne? Von Sportness gibt es bei DM. Proteinschokolade, hoher Proteingehalt ohne Zuckerzusatz, Hazelnut White Chocolate Crisp Geschmack, 85 Gramm. Ja moin, da bin ich gerne mit dabei. Ich liebe weiße Schokolade, ich mag Crisp total gerne und ich mag auch Haselnuss. Also das vereint ja echt genau das, was ich gerne mag. No. In der Nummer 16 erwartet uns ein Tee, was natürlich auch super zu der kalten Jahreszeit passt. Also ich trinke mir jeden Tag mindestens 2 Tees aktuell. Das ist einfach passend. Pukka Nighttime Berry Bio Früchtetee. Zärtlicher Schlummertrunk mit Beeren, Echinacea und Kamille. 20 Teebeutel, 36 Gramm. Das hört sich nach etwas an, was hier sehr, sehr schnell aufgetrunken wird. Denn ich mag sowas ganz gerne, ne? Und hier ist die Kamille dann wahrscheinlich auch so ein bisschen im Hintergrund. Und nicht dieses klassische, ich habe jetzt einen Erkältungstee vor mir. Sondern eher so dieses Beerige. Und das finde ich schön. Der wird heute Abend direkt angetrunken.
Oh, das ist eher was für meinen Freund, denn ich mag nicht so gerne Minze mit Schokolade zusammen. Fisherman's Friend ohne Zucker, Chocolate Mint, Salted Caramel, Flavor Pastilles, 30 Gramm. Ne? Also das sind auch so Lutschbonbons, aber halt mit sowohl Salted Caramel und Schokoladengeschmack als auch Minze. Also hat ein bisschen was von After Eight. After Eight mag mein Freund, also von daher wird er die wahrscheinlich auch mögen. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. In der Nummer 18 haben wir Mikrowellenpopcorn drin, was ich grandios finde. Pops the Microwave Popcorn with Sugar and Sweetener Caramel Flavor. Baby, du gehörst mir. 3x90 Gramm. Oh, so, so geil. Also ich mag sowas gerne, wenn man halt sich eine Serie reinzieht oder wenn man sich einen schönen Abend macht, wo man dann irgendwas auf dem Fernsehen streamt oder so, ne, dass man sich da was anguckt. Und dann hat man so schönes Popcorn dabei. Ich freue mich da total drüber und es passt einfach, weil jetzt hat man auch so diese Zuhauseabende und so, ne? Nom. In der Nummer 19 haben wir einen laktosefreien Kakaodrink drin. Ein Milchdrink Schoko mit viel Protein, Omega-3, Vitamin, Eisen, Jod, ohne Laktose. Und das soll dann eine Brain-Formel sein. Ja, ist eher so für Kinder, aber ich komme da auch vollkommen mit klar, dass ich das trinke, weil auch ich muss meinen Brain anstrengen. Also finde ich gut, ne? Das kann man sich einfach mal so als Frühstückskakao gönnen. Am 20. Dezember erwartet uns wieder etwas für den Kaffeetisch, würde ich mal so sagen, von Loka. Das ist Patisserie Creme Noisette. Das ist etwas für meinen Freund, der mag gerne so Nougat und so, ne? 100% natürlicher Geschmack scheint das hier zu sein. Scheint neu zu sein und es sieht einfach lecker aus. Oh, wow. Edle Patisserie, geschaffen für höchsten Genuss, 100 Gramm. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass es höchster Genuss ist, ne? Nom, ja. Oh, in der Nummer 21 haben wir einfach Kaffeebohnen drin, was ich klasse finde, denn wir haben einen Kaffeevollautomaten. Ist es beides das gleiche? Ich glaube schon, ne? Jeweils 50 Gramm Café Royal aus der Schweiz, Crema Honduras, Stärke 3 von 5, Säure 2 von 5 und das sind die Bohnen, Probierpackung, 5 bis 7 Tassen, also 10 bis 14 Tassen haben wir hier insgesamt. Das finde ich toll, cool. In der 22 haben wir jetzt nochmal Salz drin. Gut, ne? Wäre cool gewesen, wenn man einmal Salz und einmal Pfeffer drin gehabt hätte. Egal, Salz ist Salz, ich mag Salz. Saldoro, Natur, reine Qualität, Ursalz, mittelgrobe Körnung, von Natur aus rosa, reines, unraffiniertes Steinsalz aus dem urzeitlichen Zechensteinmeer, ohne Zusätze 300 Gramm. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil wir haben auch so eine Salzmühle. Und wie gesagt, wir salzen ganz gerne, genau, wir kochen ganz gerne und da braucht man halt auch Salz. Am Tag vor Heiligabend, am 23. Dezember, haben wir wieder was mit Weiß-Schokoladengedönsen dabei. White Protein Bar Salty Peanut, 20 Gramm of Protein, no added sugar, von Bärbels Foods, keine Ahnung, 55 Gramm sind hier insgesamt drin enthalten. Ich mag sowas ganz gerne, mein Freund ist kein Fan von solchen Proteinriegeln. Ich mag sowas einfach gerne als schnelles Abendbrot oder als Frühstück oder so. Oder wenn es mal so zwischendurch der kleine Hunger, wenn er rauskommt, dann gönne ich mir das. Das finde ich richtig cool. In der Nummer 24 zu Heiligabend bekommen wir eine kleine Pralinenpackung. Und das passt. Von Lindt, Mini-Pralines, kleine, feine, neuen Kostbarkeiten. Und ich weiß nicht, ob es da unterschiedliche Varianten von gibt. Wir haben jetzt hier drin die lilafarbene Variante. Und ich finde sie ganz cool. Und sowas passt wirklich zu Heiligabend. Dann kann man mit den Leuten, die da sind, vielleicht teilen. Oder man gönnt sich die halt komplett einfach alleine. Nee, finde ich schön. Ja, beim Unboxing habe ich jetzt sehr, sehr häufig schön, cool, gefällt mir gesagt, aber das liegt ganz einfach daran, dass ich echt den Adventskalender klasse finde, ne? Wir haben hier einen schönen Inhalt, wir haben brauchbare Produkte mit dabei und es wird uns wirklich so gut wie alles, was hier drin ist, schmecken. Also das, ich finde es klasse, ne? Also mir gefällt der Adventskalender, ist ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis für uns, weil wir halt so viel mögen. Nennen uns verfressen, aber so sind wir halt. Ja, und das Einzige, was mich an dem Design stört, ist, dass da kein Hund mit drauf ist. Du hast überall Katzen drauf, aber nie ein Hund. Ich finde das total schade, oder? Ich habe ihn übersehen. Naja, aber wir haben ja einen Hund in echt zu Hause. Also nochmal, vielen, vielen Dank an das liebe Degustabox-Team für die Zusendung des Adventskalenders. Und auch für die Möglichkeit, dass ich einen verlosen darf. Wie gesagt, alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Ja. Das war's. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir.
Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!